Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos Zock der Sims 4. Und ich hoffe natürlich auf der irgendeine Art und Weise natürlich von mir adäquat. Gott. Escher-Effekte sind sowas von 80er Jahre. Okay, ich darf das ja, aber ich bin ja auch schon ein paar Länze älter als der Rest. Ja, hä? Ins alte YouTuber müsst ihr das mal finden. Ja, definitiv. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren gestern bei der Party. Ja, und warum waren wir bei der Party? Wer ist denn hier älter geworden? Na, schaut mal, wer hier älter geworden ist. Das ist schon ein tolles Ding. Mr. Rapper mit 20 Ringen an den Fingern. Ja, das werden wir definitiv ändern. Gut, wir gucken mal erstmal weiter, wie die Geburtstagsfeier sich hier sozusagen entwickelt. Ein Toast ausbringen. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt hier hinkriege. Grillkäse reden, da sowieso umarmen, bitten zu gehen, mehr Auswahl, Aktionen. Freundlich, ausgeben, Geschenk geben, sowieso andere Sims, prahlen, kennenlernen, gucken, verschicken, danke fürs... Keine Ahnung. Das ist alles ein bisschen verwirrend. Kann ich hier einen Toast machen? Ich weiß es nicht. Fototeil, mehr Auswahl. Erziehung, freundlich. Ich weiß es nicht. Nochmal mehr Auswahl, geheimes Geschichte. Ja, keine Ahnung, wie ich hier einen Toast ausbringe. Naja, wird schon irgendwie klappen. So, mit Geburtstag sind wir ein Spiel spielen. Boah, ich glaube nicht. Was sollen wir denn hier spielen? Ich weiß es nicht. Können ja mal gucken. Spielen. Außerdem müssen wir da auch die Haare wieder länger machen. Er hat ja lange Haare gehabt. Warum sollte er jetzt auf einmal kurze Haare haben? Ja, das ist ein bisschen komisch dann. Spielen. Aktion. Erziehung. Lustig. Aktion vielleicht. Einladen sowieso. Gruppe. Ist auch nicht lustig, freundlich. Tja, mehr Auswahl. Beste Freunde werden. Nee, ich komme jetzt nicht drauf. Egal. Ist eh Würstchen. Sprichwörtlich. Ah, lass ihn machen. Oh, er könnte hier mal ein Gericht nehmen. Beziehungsweise zusammen ein Gericht nehmen. Das ist ja schon eine ganz coole Sache, wenn wir das eher so machen. Nehmen wir mal hier zusammen ein Gericht. Vielleicht fühlen die anderen sich dann auch ein bisschen motiviert hier. So, die nehmen sich auch ein Gericht. Lecker, lecker. Speisen essen. So, das haben wir hingekriegt. Ein Stück Kuchen essen. Leute, vier Kuchen essen. Oh, Leute, hier ist der Kuchen. Hier müsst ihr mal langsam essen. Es wird Zeit. Ja, wir haben zumindest schon mal Silber geschafft. Das ist schon eine Menge wert. Ja, ich wollte zwar nicht drauf anlegen, aber naja, die Hälfte haben wir durch. Das ist schon in Ordnung. Viel mehr wird, glaube ich, auch nicht mehr passieren, weil wir sowieso hier alle... zusammen ein Stück nehmen. Können wir ja mal machen. Gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir ja doch alle vier zusammen, dass wir alle ein Stück nehmen. So, nimmt sich ein Stück, nimmt sich ein Stück. Gucken wir mal da. Kommt hier auch ran. Auch ein Stück genommen. Ja, funktioniert. Damit haben schon mal zwei Stück Kuchen. Ja, keine Ahnung. Warum hat die Musik aufgehört? Ich weiß es nicht. Ah, da geht's so weiter. Jo, mach mal so. Oh, Nummer 3 hat. Die sitzen alle da drüben. Die könnten eigentlich auch mal ein Stück Kuchen essen. Die sind alle noch Kuchen unmotiviert. Ich glaube, der hat zu viel Farbe drin. Die mögen diese Farbe nicht. Ich weiß es nicht. Aber so ist das manchmal. So, wie geht's denn hier mit dem Rest der Familie? Hallöchen. Oh, ja. Und da haben wir irgendwas geschafft. Irgendwas haben wir geschafft. Was haben wir geschafft? Ja. Hier, wir sind voll in Silver. Ja, Spiel spielen. Ja, weiß ich nicht, was wir hier für ein Spiel spielen sollen. Ich weiß es nicht. Kann der eigentlich überhaupt noch was da machen an diesem Tisch? Nö, der ist zu klein jetzt mittlerweile. Das funktioniert nicht mehr. Interessant zu wissen.
Jo. Jo, moin ja, moin ja was? Weiß keiner. Ich überlege gerade was. Ach. Komme ich gerade nicht drauf. Irgendwas habe ich gerade überlegt, aber komme ich jetzt nicht drauf. Egal. Wo geht's da hin? Ah, okay. Sie macht hier alles sauber, oder was? Ey, die läuft ja ab wie eine Maschine hier. Jetzt stellst du es wieder ab. Warum? Du darfst schon, wenn du sauber machst, wirklich sauber machen. Ja, Toast ausbringen. Ich weiß nicht, wie er Toast ausbringen lassen soll. Erwachsenen einen Toast ausbringen lassen. Wir probieren es mal aus. Erziehungstipps, Massage, freundlich, Tier vorführen, war sowieso mehr Auswahl, Bewunderung ausdrücken, das ist auch nicht, da ist auch nicht Toast. Aktionen, nee, das ist auch nicht. Gruppe ist auch nicht lustig. Ist der Toast vielleicht lustig drin? Ich weiß es nicht. Witze über Rankenfußkrebse erzählen. Warum? Grillkäse, Erziehungstipps geben? Definitiv nicht. So, Leon, probieren wir es mal so rum nochmal. Nach Essen fragen, da sowieso kommen, danken. Essensschlag, Rennmäuse planen. Freundlich. Gucken wir mal da rein. Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. Ich bin echt am Überlegen, aber ich komme nie drauf. Bin ich zu blöd dafür oder freundlich? Versuchen vorzustellen. Bitten zu gehen, freundlich vorstellen, mir Auswahl. Stübitschig. Fragen, ob mehr Jungfrau ist. Sie ist alles möglich, aber eins ist sie nicht, eine Meerjungfrau. Definitiv nicht, Leute. Ja, keine Ahnung, wie ich das hier mit den Toast hinkriegen soll. Ich glaube, das geht bei Jugendlichenpartys nicht. Gehe ich mal von aus. Mit Geburtstagssim ein Spiel spielen. Ja, da müssten wir jetzt extra ein Spiel holen oder sowas. Darauf habe ich jetzt nicht ganz ehrlich bin. Ja, ich muss los. Da muss schon jemand gehen. Da macht jemand sogar sauber. Nee, super. Nee, geil. Ne? Toll. So, da muss der Nächste gehen. Also die letzten paar Minuten. Wie lange haben wir es denn noch? 35 Minuten, ja. Jo, ich würde mal sagen, dann können wir mal, weil wir hier so schön erzogen sind, das hier mal einfach mal aufräumen. Nee, mehr Auswahl, Gericht nehmen, mehr aus weglegen. Dann machen wir auch nochmal das nächste weglegen. Und das hier wollen wir dann auch nochmal weglegen. Was ist hier mit den Hausaufgaben? Hausaufgaben machen? Ja, mach mal ruhig die Hausaufgaben. So, der werte Herr kann hier mal aufräumen. Kann er auch das hier mal aufräumen und bitte hier mal aufräumen. So, da sieht schon mal alles sauber aus. Und dann macht jemand schon mal Musik. Jo, sage ich auch immer.
Läuft. Geburtstagsparty abgeschlossen. Im Haushaltsinventar werden wir ein Objekt finden. Festliche Luftballons haben wir bekommen, okay. So, Hausaufgaben werden gemacht. So, sie kann auch schon mal langsam sagen, dass sie dann bitten zu gehen. Sim verlässt bereits dein Haus, okay. Merke ich nicht. Das kannst du mal weglegen. Die macht ja richtig eine Show hier noch. Toll, wa? Kostenloses Konzert, kann man mal genießen. Wenn der Exos nicht ganz dazwischen quatschen würde, ist schlimm hier. Na, war es das gewesen? Da kommt, oh, da kommt noch was zu, glaube ich. Dürft na la rinzi, warbla speedel gat. Gat na la schufzi, drieba su la rin. Zilla mitzi, fuitzi, speedel, wen supsa blat blarfin. Fuitzel, tibis lar, hapa schumba schifu. Aber Judas Stimme hat sie, wa? Anka zoila simsi. Mensch, kann die gut singen. Jo, jo, so läuft's. Und? Noch ein Song oder war's das? Okay. Doch genug? Okay. Oh. Ja, oh, du musstest nach Hause. Stimmt, ja, ja. Und tschüss. Da geht sie. Ah, da gehen wir. Geht sie raus. Der Witcher ist auch noch ein bisschen da und der hält sich noch ein bisschen mit Anton. Hey, coole Nummer. Er ist schon irgendwo eine ganz fantastische, seltsam interessante Familie. Kannst du sagen, was du willst? Ja, so sieht's aus, ne? Ja. Wir können ja noch mal ein bisschen Musik anmachen. Ja, so läuft's, ja? Musik! Was auf die Ohren! Ja, 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 ja. So. Toll, 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 toll. Ich weiß nicht, was ich so sagen soll. Ja, sie sind hier gerade ein bisschen dabei, den Haushalt wieder ein bisschen hier fit zu kriegen. Ja, Spaß ist da. Hier ein bisschen Hygiene. Kannst du dich mal ein bisschen um die Hygiene kümmern? Kannst du mal Hände waschen, Zähne putzen? Ist vielleicht nicht so ganz verkehrt. Und der große Vater, der kann sich mal hier um den anderen kümmern. Mach doch mal einen Spaziergang. Mehr Auswahl, Tierpflege. Da gehen wir jetzt einfach mal spazieren gehen. Gebt noch mal einen schönen langen Spaziergang für den Kleinen. Er ist auch recht glücklich. Das sieht doch zufrieden aus, unser Herr Doktor. Ne? Ja. Ja, der ist zufrieden. Oh, strahlendes Lächeln im Gesicht. Ne? Aber Junior sieht echt so ein bisschen nach seinem Vater. Ja, ja, da ist das kaputt gegangen. Junior, jetzt geh mal hier mal zur Seite. Damit Mama da das Ganze machen kann. Mama schafft das schon. Das heißt, wir werden mal hier reparieren. Mama kann nicht ganz gut. Jetzt passt mal ja noch auf, was die Mama da macht. Die ist schon fast fertig. Siehst du, geil, wa? So, dann kann sie das hier mal aufwischen und danach macht sie dann mal das Teile. Nee, Teile plündern. Nee, ja, Teile plündern wollen. Wenn ich was nicht brauche, ist es Teile plündern. So, einmal wegwerfen. So, Junior himself. Der geht einmal hier runter und dann macht der einmal hier Wäsche machen, in der Waschmaschine stecken, damit wir hier mal ein bisschen Ordnung reinkriegen. Dip, 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 dip
Ich liebe diesen Keller, der ist so schön ranzig und durcheinander. Ich finde toll hier, der Keller ist so geil. So muss ein Keller aussehen, Leute. Ein bisschen die Feuer stellt, hier und da ein bisschen Krimskram und einfach mal so ein Sitzteil hier unten. Ne? Das ist so ultra gemütlich. So, Wäsche waschen. So, jetzt bin ich aber mal neugierig, ob der hier noch was Charakterwerte haben muss. Da mal eine hier. Manieren ist oben, immer schon an der Kontrolle rum, ist der Verantwortung ist oben. Das ist. Der ist sowas von top drauf, der Junge. Ja? Selbstsicher, fröhlich. Er ist ein bisschen grüblerisch. Mm. Ja, dann haben wir ein musterhaftes Kind. Das ist so ein bisschen laut. So ist das. Und er soll Fähigkeit 4 auf eine Musikinstrument erreichen. 2 hätte er schon auf seine kleine Kindergitarre. Ja, dann können wir mal gucken, was er dann jetzt ernsthaft lernen kann. Ja, spielt so ein bisschen sein Smartphone rum. Das ist ja, das ist heutzutage so. Das ist ganz normal. Beide Kinder, nein. Wir haben gerade schon Party gemacht. Da müssen wir jetzt nicht nochmal dahin. Er quatscht vom Spiel. Hallo, Spiegel. Jabin Derka. Gut. Sehr schön. Ich würde mal sagen, wir verabschieden uns heute mal für hier an dieser Stelle, an dieser Welle, an diesem Örtchen. Wünsche euch alle einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund und wenn ihr mal Party feiert, denkt daran, muss mal so sein. Ne? In diesem Sinne, ciao, ciao und bye, bye.